Hallo und herzlich willkommen bei Mr. T's Bootcamp. Heute machen wir wieder gemeinsam eine schöne kleine Einheit Stretching, die dafür sorgt, dass der Anzug, der in der Regel eine Nummer zu klein ist, frisch gewaschen wieder passt. Und jetzt einmal bitte schwenken und einmal ganz nett lächeln, als ob ihr Riesenspaß hättet. Schön. Einmal bitte hinsetzen und die Beine nach vorne ausstrecken. Die Beine ganz geschlossen. Wir machen es jetzt wirklich ganz, ganz gelassen, ganz ruhig, um auch noch eine Entspannung reinzubekommen. Am besten wäre es, wenn du die Übung in der Mitte vormachst. In der Mitte vormachen? Ja. Kann ich gerne. Dazu brauche ich eine Matte. Ist da nicht die gute Mitte? Ist noch eine da? Da ist noch eine. Okay. So, ich gucke natürlich zu den Mädels, ihr kriegt meinen Rücken. Kühler Wind? Ja. Okay, Beine ausstrecken, Fußspitzen anziehen und gleich von vornherein das Becken aufrichten. So, wenn das Becken aufgerichtet ist, die Hände nach vorne und die Arme nach oben in den Strecksitz ganz lang machen und die Fußsohle nach hinten ziehen. Die meisten spüren das wahrscheinlich erstmal ein bisschen in den Waden. Arme ganz lang lassen. Gleichmäßig atmen, tief Luft holen, immer ganz lange ausatmen. Im Schmerz wohlfühlen. Ganz lang machen, noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen länger, ganz lang. Ganz lang, noch länger die Arme nach oben, jetzt nach hinten. Halten und gleichmäßig atmen. Was ist denn das, um Himmels Willen? Langsam die Arme nach unten. Alter, die Hände auf die Schienbeine. Rücken erstmal ganz gerade. Brustwirbel bleibt oben. Achte mal, dass unten die Knöchel zusammenbleiben. Weil ich weiß, wenn ich jetzt hierher gehe, da weiß ich, dass die Knöchel nicht zusammen sind. Stimmt das? Er macht das. Macht das richtig? Super. Ho, ho, ho. Was ist da los? Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter vor. Halten uns im Schienbein fest. Holen tief Luft. Strecken die Brust raus. Jungs, wie morgens vorm Spiegel. Yes. So, und jetzt auch wieder schön gleichmäßig atmen. Versuchen den Rücken so gerade wie möglich zu halten, nicht die Länge aus der Wirbelsäule holen. Sehr schön, Knöchel bleiben schön zusammen. Und gleich schwitzt du jetzt schon. Okay, wir haben noch mindestens 30 Sekunden. Schön gleichmäßig atmen, nach vorne ziehen, die Brust so weit wie möglich aufrichten. Und gleichmäßig atmen. Jetzt die Fußsohle noch ein bisschen zurückziehen. Gut. So, noch 15, 14, atmen, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam aufrichten. Beine nach außen öffnen, so weit, wie es die Hüfte zulässt. So, die Fußspitzen zeigen senkrecht nach oben. Einfach mal die Arme nach vorne und wieder in den Strecksitz. Ganz nach oben, Fußspitzen zeigen senkrecht nach oben. Die Fußsohlen sind nach hinten gezogen und nicht nach außen rotiert, sondern zeigen senkrecht nach oben. So gerade, wie es euch möglich ist. Und die Arme ganz ausstrecken. Schön gleichmäßig atmen. Und versuchen auch das Becken aufzurichten. Tief Luft holen und lange ausatmen. Und nochmal tief Luft holen und lange ausatmen. Nochmal tief Luft holen und lange ausatmen. Wer ist denn das? Gut, langsam wieder runter. Die Hände in die Mitte auf dem Boden, die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Hände auflegen, Füße
beziehungsweise Fuß holen, nach hinten ziehen. Hände auflegen, jetzt mit den Fingerspitzen ein bisschen nach vorne krabbeln. Becken aufrichten. Sehr schön, Becken aufrichten. Nicht aus der Wirbelsäule raus, sondern Brust hoch. So, Fuß holen anziehen. So bleiben, so bleiben. Atmen. Und mit den Fingern geht noch ein bisschen vor. Komm, ohne Brust hoch. Und noch ein bisschen vor. Ohne Brust bleibt oben. Knie ganz durchgedrückt, Brust raus. Und halten. Also ich, wenn ich es nur hören würde, würde ich sagen, er legt ein Ei. Gut. Okay, rechtes Bein nach vorne. Linkes Bein seitlich anlegen und guckt, dass ihr einen rechten Winkel habt. So, und der Knöchel ist ungefähr auf Kniehöhe. Fußsohle ist angezogen. Das linke Knie, ins rechte ausgestreckt, das linke Knie leicht nach unten drücken. Die rechte Hand auf Schienbein oben drauf. So, jetzt den Rücken ganz gerade halten, ziehen und jetzt noch ein bisschen mehr Nase nach vorne und versuchen, den Rücken trotzdem aufrecht zu halten. Nicht rund werden im Rücken. So, und jetzt gleichmäßig atmen. Wichtig ist immer bei der Ausatmung, das spürt ihr, wird der Körper locker. Da kommt die Entspannung. Und nochmal. Und wenn der runterkommt und merkt, er kommt weiter runter, dann ist es nur, weil er die Wirbelsäule runter macht. Jetzt mal Brust hoch. Yes. Okay, und immer noch am Knöchel, am Fessel ziehen. Da könnt ihr euch noch ein Stückchen nach vorne ziehen. Und die Nase noch ein bisschen weiter vor zur Fußspitze. Atmen. Und wir wechseln die Beine. Und die andere Seite. Ausstrecken, auch schöne langsame Bewegungen. Erstmal positionieren. Das rechte Bein ist ungefähr der Knöchel am Kniegelenk circa. Braucht nicht zu weit nach hinten gehen. Und jetzt legt ihr die linke Hand aufs Schienbein. Greift einmal das Schienbein richtig, da könnt ihr euch schön festhalten. So, und das rechte Knie könnt ihr ein bisschen nach unten drücken. Und jetzt mit der Nase nach vorne zur Fußspitze. Und die Fußsohle gesamt nach hinten ziehen. Das spüren die meisten wahrscheinlich in den Waden. Das ist normal. Und auch wieder schön gleichmäßig atmen. Und auch die Atmung ist die Entspannung. Das heißt, nicht mit zu viel Kraft atmen, sondern Atem fließen lassen. Und die Lunge ganz ausatmen. Das Zwerchfell bis ganz nach oben. Und dann wieder einatmen. Und das ist das Geheimnis beim Stretching, ist im Schmerz wohlfühlen. Nicht zu weit nach vorne gehen, wenn der Schmerz zu groß ist, macht der Körper automatisch zu, sondern bis an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht es gerade noch, und nach ein paar Sekunden spürt er, wie es ein bisschen besser wird, und dann zieht man einfach ein bisschen mehr nach, minimal. Und schön gleichmäßig atmen. Und dann spürt er auch tatsächlich, wie der Anzug sich sehr langsam öffnet. Und noch ein bisschen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Langsam aufrichten. Dann nehmen wir die Fußsohlen zusammen und fahren mit den Fersen so nah wie möglich, aber so, dass ihr immer noch die Hüfte aufrichten könnt. Wenn ihr hier fasst, vielleicht nicht zu vorne, zieht er zu weit hoch, sondern mehr nach hinten an den Knöchel und jetzt hier mit den Handballen draufdrücken. Und jetzt kann man hier wunderbar festhalten und dann, passt auf, das Becken aufrollen, ganz aufrichten, Kinn ist oben und jetzt tief Luft holen und jetzt lange ausatmen und beim Ausatmen ganz locker lassen. Und ihr kennt das Spiel, was ist das Wichtigste beim Stretching? Lächeln, immer lächeln. Es ist so, dass wir einen Muskel haben, sobald wir lächeln, der hat eine Verbindung nach oben zum Gehirn und der sorgt dafür, dass Wohlfühlhormone entstehen. Hilft aber nur beim Lächeln, nicht beim Doofgrinsen. Lächeln. Mach ich.
Wo? Jetzt. So. Und versuchen, das Becken immer noch aufzurichten, schön zu ziehen, mit an den Händen festhalten, ziehen, aufrichten und fallen lassen. Nochmal. Und nochmal. Und jetzt die Knie auf den Boden ablegen. Gut. Aufrichten erstmal. Linkes Bein nach vorne ausstrecken. Das rechte Bein übers linke Bein drüber stellen, sodass der Knöchel ungefähr am Kniegelenk ist. Mit der linken Hand, die ist die da, am Knie greifen, rüberziehen und die rechte Hand geht nach hinten, dass die Fingerspitzen genau nach hinten zeigen, hinterm Po, genau. So, jetzt die Brust nach oben und hier das Knie nach links ziehen, 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 ziehen und oben gegen rotieren, genau, gegensätzlich rotieren. Sehr schön. Und jetzt mal tief Luft holen. Und ausatmen, lang, 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 lang. Nochmal tief Luft holen und lang, 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 lang ausatmen. Und nochmal tief Luft holen und lange ausatmen. Und nochmal. Und ganz in die Mitte ziehen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen zu halten. Und atmen. Brust nach oben, Kopf gerade. Versucht auch immer so weit auszuatmen, dass in der Lunge nichts mehr übrig ist. Komplette Luft raus. Wenn ihr ausatmet, könnt ihr noch ein bisschen nachziehen. Und nochmal. Ja, ja, alles gut. Gut. Und jetzt rechtes Bein ausstrecken. Das Ganze ist auch so, das kann man auch schön in Slow-Mo machen. Das heißt, das Tempo beibehalten. Rechter Arm oben drüber, am Knie greifen oder im Ellbogen drücken. Die Hand zeigt nach hinten, die Fingerspitzen nach hinten. So. Und jetzt die Rotation. Tief Luft holen und lange ausatmen. Und nochmal. Tief Luft holen und lange ausatmen. Nochmal. Und lange ausatmen, ins Knie in die Mitte reindrücken, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Fußspitze anziehen vorne. Richtig. Und tief Luft holen. Und nochmal. Und noch einmal. Gut. Wieder zurück. Wir rutschen mit dem Po ein bisschen weiter vor, legen uns erstmal ab. Das muss da rein. Opa! Gut, jetzt können wir erstmal ein paar Sekunden so liegen bleiben. Was war das jetzt? Ach so. Arme nach außen, Beine geschlossen. Jetzt machen wir zwischendurch einfach mal so ein paar Pendelbewegungen aus der Hüfte. Und zwar rechts, links, schön auspendeln, unten kurz bleiben, dann auf die andere Seite rüber, Mobilisation der LWS, Lendenwirbelsäule, noch zwei, dreimal. Wieder in die Mitte. Achtung, jetzt in die Mitte. Das linke Bein ganz ausstrecken. Das rechte Bein nach oben. Mit der linken Hand am äußeren rechten Knie greifen. Die Fingerspitzen in die Kniekehle legen. So, der rechte Arm ist rechts außen der Handrücken. Michael, was machst du da? Gut. So, guck mal bei mir, wie die Hand ist, Michael. So. Und jetzt, Achtung, auf die Seite rüber und der Oberarm bleibt unten. Stefan, alles gut? So, halten. So,
der Oberarm, wenn er oben die Schulter abhebt, dann ist das bei vielen ganz normal, weil die einfach noch zu verklebt sind. So, das Knie am besten, wenn es irgendwie möglich ist, ganz auf dem Boden. Und der Handrücken von der rechten Hand ist, wenn möglich, auf dem Boden. Und die Schulter bleibt, die rechte bleibt auch auf dem Boden. Und jetzt gleichmäßig atmen, tief Luft holen und lange ausatmen. Nochmal tief Luft holen und lange ausatmen. Nochmal tief Luft holen und lange ausatmen. Sehr schön. Noch einmal, komm. Und beim Ausatmen locker lassen. Gut. Jetzt den Fuß auf dem Boden entlang ziehen. Zack. In die Mitte rollen. Rechtes Bein ausstrecken. Den linken Arm 45 Grad nach oben. Der Handrücken liegt auf dem Boden. Das linke Bein geht nach oben, die rechte Hand mit der Handinnenfläche zum Knie, die Fingerspitzen der rechten Hand greifen in der Kniekehle und jetzt rotieren wir wieder auf die andere Seite und achten darauf, dass die Schulter, wenn möglich, oben liegen bleibt. Tief Luft holen und lange ausatmen und locker lassen. Sehr gut. Hier ist den Fuß wieder nach unten entlang ziehen. Erstmal wieder am Rücken, auf der Rückenlage ankommen. Die Arme ablegen und jetzt nochmal pendeln von rechts nach links. Gut. Linkes Bein auf den Boden ausstrecken, das rechte Bein nach oben mit beiden Händen in die Kniekehle fassen, das rechte Bein festhalten, die linke Fußspitze anziehen, das linke Bein bleibt auf dem Boden. Und wenn ihr jetzt mit den Händen den rechten hinteren Oberschenkel habt, unterhalb von der Kniekehle festhalten, ganz leicht nach hinten ziehen, stopp. Und jetzt mit dem Fersen nach oben zur Decke und langsam strecken, vorsichtig, Fußspitze anziehen, stopp. So ein bisschen Zug spürt, im hinteren Oberschenkel, da bleiben, schön gleichmäßig ein- und ausatmen. Und beim Ausatmen könnt ihr einen Millimeter weiter zurückziehen. Und nochmal. Und die Fußspitze schön anziehen. Nochmal ein bisschen nachziehen. Das spürt ihr in der Wade. Jetzt das Bein langsam runter. Und dann nehmen wir das linke Bein nach oben. Schön geschmeidig, langsam alles in schöner Zeitlupe. Wir nehmen beide Hände hinter die linke Kniekehle, greifen in der Kniekehle, ziehen das Bein leicht zurück, stopp. Und jetzt drücken wir den Fersen nach oben zur Decke und ziehen die Fußspitze zur Nase. Das rechte Bein, was auf dem Boden ist, wird schön gestreckt gehalten. Sehr schön. Gleichmäßig atmen, Fußspitze zur Nase anziehen. Und das andere Bein schön gestreckt halten. Genau, schön tief Luft holen. Und jetzt machen wir mal ohne Kraft ausatmen. Ohne Kraft hört sich so an. Achtung, mal zuhören. Das ohne Kraft anstrengen, wenn man zu stark ausatmet, dann spannt man wieder die Muskulatur an. Einfach den Atem fließen lassen. Ganz geschmeidig tief Luft holen. Und jetzt den Atem fließen lassen.
zusätzlich bei den Übungen einfach im Körper bleiben, fühlen, was zieht er überhaupt. Das ist die Wade, Knie, Kehle, hintere Oberschenkel, bisschen nachstrecken. Sehr schön. Das Bein wieder runter. So, mal kurz durchatmen, mal kurz locker lassen. Ausatmen und ganz ohne Kraft die Luft aus dem Körper fließen lassen. Nicht rausdrücken, sondern fließen lassen. Noch einmal. Und die Luft fließen lassen. Auch wieder im Kopf, ganz einfach, ihr seid hier, ihr habt eine schöne Zeit, ihr fühlt euch wohl, euch geht es gut, ihr habt alles, was ihr braucht, außer Kuchen. Gut, so, jetzt kommt als nächstes das linke Bein. Der Oberschenkel zeigt senkrecht nach oben, der Unterschenkel waagerecht. Wir nehmen das rechte Bein und legen das rechte Bein übers linke Knie. Wir greifen mit der linken Hand am hinteren linken Oberschenkel. Wir nehmen die rechte Hand und gehen aufs rechte Knie und drücken das rechte Knie nach vorne und ziehen das linke Knie nach hinten. Und atmen schön gleichmäßig tief ein und aus. Und nochmal tief Luft holen und auf der rechten Seite locker lassen. Und nochmal. Und schön mit der rechten Hand gegen das Knie drücken, das Knie nach vorne schieben. Öffnen. Rechten Oberschenkel mit der rechten Hand festhalten. Das linke Bein übers rechte Knie legen. So, an der rechten Kniekehle greifen. Das linke Bein nach vorne schieben. Linker Unterschenkel etwas nach unten. Und jetzt nach vorne drücken. Und den Atem fließen lassen. Gut, jetzt erstmal wieder beide Beine aufstellen. Die Arme nach außen legen, die Hand drücken, zeigen zum Boden. Die Beine sind leicht angewinkelt, dass die Lendenwirbelsäule entlastet ist. Jetzt atmen wir ein paar Mal ein aus, genießen den Moment, die Ruhe. Wir drehen es auf die Seite. Auf die Seite drehen. Ihr könnt euch hier abstützen. Ihr könnt auch den Kopf ganz ablegen, wie ihr wollt. Ihr greift unten am Spann vom Fuß, am Knöchel. So, und jetzt nehmt ihr das Bein parallel zum Boden. Wenn es möglich ist, nehmt ihr den Fersen zum Po. Und wenn man da nichts spürt, dann streckt man einfach das gesamte Bein nach hinten. Jetzt ist der vordere Oberschenkel spürbar. Das untere Bein könnt ihr leicht anwinkeln, dadurch könnt ihr euch besser stabilisieren. So, und dann tief Luft holen und langsam die Luft rauslassen, bis nichts mehr drin ist. Und nochmal. Und den ganzen Oberschenkel nochmal nach hinten. Yes, so sieht's gut aus. Gut, das Bein loslassen
Und wir drehen uns auf die andere Seite und machen das gleiche Spiel auch auf der Seite. Das untere Bein leicht anwinkeln, mit der rechten Hand an den Knöchel, das Bein nach hinten durchführen, den Fersen zum Po, den Bauch am besten auch einziehen, nicht das Becken kippen lassen. So, und wenn wir so nichts merken, dann strecken wir einfach das gesamte Bein nach hinten. Den gesamten Oberschenkel nach hinten ziehen. So, jetzt kommt er. Gut. Gleichmäßig atmen. Und beim Ausatmen locker lassen. Gut, und das Bein loslassen. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Jetzt gehen wir mit den Händen eine Handlänge weiter nach vorne. Okay, und jetzt gehen wir mit dem Po nach hinten. So weit, wie es der Po zulässt. Wir nehmen die Nase nach unten, sind mit der Nase auf der Matte, bleiben so und jetzt holen wir tief Luft. Und während wir ausatmen, wandern wir mit der rechten und mit der linken Hand langsam auf den Fingerspitzen nach vorne. Tief Luft holen, lange ausatmen, rechts geht vor, links folgt. Nochmal, komm. Tief Luft holen, rechts geht vor und links wandert nach. So, jetzt nochmal, komm. Und rechts geht vor, zieht sich in die Länge, noch länger, komm, noch ein bisschen vor. Jetzt sind wir ganz vorne, jetzt bleiben wir so. Holen tief Luft und atmen aus und dann zieht unser Po uns nach hinten in die Länge und wir spüren, wie wir im Schulterblatt immer länger werden. Immer länger. Komm, nochmal. Tief Luft holen und lange ausatmen. Der Po zieht nach hinten. Und schön locker lassen. Noch einmal Luft holen und lang machen. Gut, es langsam wieder aufrichten. Die Arme zeigen jetzt senkrecht nach unten, genauso wie die Beine, auch in der genau gleichen Flucht. Und jetzt nehmen wir die rechte Hand zwei Handflächenlängen nach vorne, vor die linke. Wenn ihr dort seid, dann nehmt ihr die linke Hand und greift Daumen am Puls, Finger am Handrücken, festhalten. Und jetzt genau zugucken. Jetzt geht ihr erstmal mit dem Ohr rüber, stopp. Und jetzt zieht die rechte Pobacke nach hinten, zieht, aber nicht abstützen. Guck mal, Niklas, guck mal, der ist oben. Der ist oben näher ran, du bist zu weit weg. Das ist zu weit. Genau, jetzt. Und jetzt Kopf rüber, andere Seite. Jetzt der Po zieht nach hinten, komm. Jetzt festhalten, jetzt Latissimus. Ihr müsst den Latissimus spüren, großer Rückenmuskel. Wenn es richtig läuft, spürt den runter bis zum Hüftknochen. Und dann merkt ihr, das ist ein ganz mächtiger Muskel, der neigt dazu, extrem zu verkleben, weil wir einen Rundrücken machen. Und weil es Kandidaten gibt, die einen ganz starken Rundrücken machen. Wer weiß, wer das ist? Gut, noch ziehen, komm, ganz lang und locker lassen, nicht dagegen wehren, locker lassen, aufmachen. Und der rechte Kopf ist auf der rechten Schulter, Das Ohr liegt auf der Schulter drauf. Gut, ziehen, ganz lang. Po zieht nach hinten, noch mehr. Sehr schön. Jetzt wieder aufrichten. Erst in die Ausgangsposition zurück. Die Arme zeigen senkrecht nach unten. Die linke Hand geht zwei Handflächenlängen nach vorne.
Wir greifen mit der rechten Hand am Handgelenk, der Daumen geht unten am Puls durch. Der Zeigefinger ist oben drüben und nagelt die linke Hand komplett fest. Wir gehen jetzt erstmal nach links, 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 stopp. Richtig, jawohl. Und jetzt ziehen wir den Po nach hinten. Der Po bleibt, zieht hinten, der zieht, der zieht, der zieht, der zieht, der zieht. Ihr bleibt in der Rotation, das Ohr liegt auf der Schulter auf. Sehr, und jetzt zieht er mit der linken Po-Backe nach hinten. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Stopp, jetzt seid ihr da. Jetzt Luft holen und lange ausatmen, 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 locker lassen. Sehr gut, nochmal. Lange ausatmen. Sehr schön, nochmal, komm. Und lange ausatmen. Und noch einmal und locker lassen. Das spürt ihr runter bis zum Hüftknochen. Und noch einmal. Und nochmal, komm. Gut, jetzt langsam wieder aufrichten. In die Ausgangsposition. So, und jetzt machen wir noch einmal einen Katzenbuckel. Ihr schiebt den Rücken so weit wie möglich nach oben. Stellt euch vor, auf zwischen den Schulternblättern ist ein Stab. In diesen Stab schiebt ihr jetzt nach oben zur Decke. In die Decke rein, noch ein bisschen. Komm, Kopf einziehen, ganz einziehen, ganz einziehen. Und ihr drückt den Rücken nach oben, den Stab in die Decke. Zack, jetzt ist er drin. So halten. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Wir machen Hohlkreuz, kippen, drehen das Becken. Und während wir das Becken drehen, schiebt sich der Kopf nach oben. In den gleichen Zack. Schau mal so. Und jetzt machen wir eine andere Bewegung. Becken andersrum. Und so wie das Becken wieder einrollt, geht der Kopf nach unten. Und jetzt mal die andere Richtung nochmal. Becken ausrollen, rollen, 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 rollen. Kopf geht gleichmäßig nach oben. Macht euch ganz lang. Sieht scheiße aus, ist aber gut. Und andersrum. Sehr schön. Und ganz rund machen. Rund, 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 rund. Sehr gut. Und nach oben. Und nochmal andersrum. Einmal noch. Kinn nach vorne schieben und schön so bleiben. Und jetzt sind wir in der Ausgangsposition. Jetzt gehen wir nach oben auf den Kniestand, nehmen das linke Knie, das linke Bein nach vorne und so weit nach vorne, noch ein Stückchen nach vorne, dass der Unterschenkel dann, wenn ich aufrecht bin, leicht schräg nach vorne zeigt. So, und jetzt legt ihr beide Hände hier drauf und jetzt gehen wir mit der Hüfte nach vorne. Und den Fersenlaster nach innen fallen. Ganz vorsichtig nach innen fallen lassen. Richtig. Sehr schön. Und jetzt tief Luft holen. Und lange ausatmen. Das ist der Hüftbeuger, Iliopsoas. Hier in der Leiste spürbar. Ja. So, und wenn ihr letztes Mal aufgepasst habt, das kann jetzt nicht wahr sein, das ist schon das. Wir sprechen uns nie ab, da hat jedes Mal das Gleiche an. Genau das Gleiche habe ich auch gesagt. Genau das Allergleiche habe ich auch gemacht. Ich bin jetzt etwas erschrocken. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass du auf dem Himmel auch grau bist. Okay. Eine Webcam in deinem Zimmer. So. So, schön, schön drücken. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, wenn ihr letztes Mal fleißig aufmerksam wart, dann wisst ihr ganz genau, welchen Muskel das ist. Wir müssen wissen, wie er heißt, aber welche Funktion hat denn der? Welche Sportlergruppe, für welche Sportlergruppe ist dieser Muskel ganz besonders wichtig? Warum? Schussbein. Richtig. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Nehmen das linke Knie runter, stellen das rechte Bein nach vorne, legen beide Hände aufs Knie, schieben erstmal ganz vorsichtig nach vorne und wenn wir vorne sind, kippt man den Fersen nach innen. Da merkt er, da kommt der Iliopsoas noch ein bisschen mehr. Gut, so halten und gleichmäßig atmen.
Gut, noch einmal Tiefluft holen. Gut, wir richten uns auf und stellen uns hin. Machen eine große Schrittstellung. Das hintere Bein der Fersen bleibt auf dem Boden. Das rechte Knie schiebt sich waagerecht nach vorne und der Fersen bleibt hinten unten. Das solltet ihr in der Wade auf der linken Seite jetzt spüren. Dabei das linke Bein schön gestreckt halten und über die Hüfte nach vorne schieben. Ihr könnt auch hier abstützen. So, dann spürt ihr irgendwann, jetzt kommt die Wade. Ihr könnt ihn noch mal ein bisschen spielen, mal den Fersen etwas nach außen drehen, hinten und nach innen drehen. Dann ändert sich hinten die Belastung, weil die Wade besteht aus zwei Muskeln. Also hinten aus zwei. So, und der Fersen muss ganz auf dem Boden bleiben. Das Bein sollte gestreckt bleiben und dann langsam nach vorne. So bleiben. Und wenn es euch anstrengend ist, dann müsst ihr einfach das rechte Standbein ein bisschen weiter nach vorne nehmen. Dann könnt ihr euch noch mehr hinten auf hinten konzentrieren. Gut, jetzt gehen wir mit dem linken Fuß nach vorne und gehen einfach im rechten nach hinten. Drücken den Fersen auf den Boden und knicken vorne das linke Standbein waagerecht nach vorne und halten das rechte Bein gestreckt. Gut, schön gleichmäßig atmen. Und jetzt beide Beine wieder geschlossen. Arme im 45 Grad Winkel nach oben. Die Daumen zeigen nach hinten. Und die Arme sollten ganz gestreckt sein. Und in Geometrie waren das die 45 Grad. Gut, so, und jetzt sind die Daumen ganz hinten. Und wenn ihr jetzt mit den Daumen noch ein bisschen weiter nach hinten geht, dann achtet bitte darauf, dass ihr aber nicht gleichzeitig das Becken vorschiebt, das kann jeder, sondern das Becken bleibt hinten. Und oben drückt ihr mit den Daumen nach hinten noch ein bisschen, 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 bis sich die Daumen hinterm Rücken berühren. Gut, so bleibt ihr. Tief Luft holen, die Daumen schön nach hinten, jetzt die Handflächen aufmachen und den Daumen leicht nach unten rotieren. Sehr schön. Und schön aufbleiben. Gleichmäßig atmen und nicht das Becken nach vorne schieben. Jetzt schiebt ihr mal den Beckenboden, Schambein nach oben, Richtung Kinn. Sehr schön, das noch ein bisschen nach hinten drücken. So. Gut, die Arme nach vorne. Den rechten Arm nach oben mit der linken Hand, mit dem Daumen, mit dem Handgelenk am Ellbogen. Den rechten Hand locker lassen, nicht anspannen. Und jetzt schiebt ihr so rüber, achtet aber darauf, dass ihr nicht hier den da macht und mitrotiert, sondern ihr bleibt in der Mitte stehen. Und jetzt zieht ihr einfach mit dem Daumen die Schulter bis den Ellbogen nach links. Das solltet ihr ein kleines bisschen in der Schulter spüren, und zwar am seitlichen Schultermuskel hier runter. Und tief Luft holen und lange ausatmen. Und jetzt kommt wieder was ganz Wichtiges. Die Mundwinkel nach oben. Noch weiter nach oben. Spürt ihr das, wie es gleich funktioniert? Super. Und die Mundwinkel schön oben lassen. Siehst du, ganz einfach. Mundwinkel nach oben, noch ein bisschen höher. Sehr schön. Da geht es auch, wenn noch ein bisschen gezwungen, aber es wird schon besser. So, jetzt die andere Seite. Du musst nur an den Russen denken in der Sauna. Dann ist alles gut. Das nennt man Momentkomik. Das lässt sich ein zweites Mal nicht machen. Gut, schön gleichmäßig atmen.
Sehr gut. So, jetzt nehmen wir den rechten Arm nach oben. Und jetzt lassen wir insgesamt, lass mich zählen, 1, 2, 3 Finger fallen lassen, einen stehen. Welchen lassen wir stehen? Genau den da. So, die anderen ganz entspannt lassen. Gut. Und jetzt einmal den Unterarm abwinken. Am Ellbogen. Ja, klar. Und du hast den Zeigefinger gehabt, oder? Ja, klar. Weißt du, was das bei dir bedeutet hat? Ich weiß, was die tun. So, jetzt den Ellbogen zur Mitte ziehen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wenn ein Ellbogen in die Mitte zieht. Jetzt gleichzeitig müsst ihr vorstellen, in der Achsel nach rechts schiebt, er zieht jetzt einer mit einer Schnur nach rechts rüber. So, genau. Und jetzt spürt er, wenn er jetzt richtig zieht, ich neige, andere Seite, andere Seite. So, und jetzt merkst du, Latissimus noch dazu. Jetzt kommt der noch dazu. Genau. Habe ich rechts gesagt? Okay. So, schön halten, Ellbogen zur Decke strecken. Zack, zack. Unten breit genug stehen. Gut, aufmachen. Gleiches Spiel auf der linken Seite, linker Arm abwinkeln, am Ellbogen greifen, zur Mitte ziehen und jetzt die Achsel rausschieben und den Ellbogen zur Decke. Und nochmal. Und atme nicht vergessen. Gut, in die Mitte. Die rechte Hand auf den Kopf legen. Der Mittelfinger ist genau an der Oberkante vom Ohrläppchen. So, und jetzt neigen wir den Kopf auf die rechte Seite, aber vorsichtig bitte. Nicht zu arg an der HWS ziehen, die Halswirbelsäule ist sensibel. So, und die gegenüberliegende Hand, die nach unten zeigt, die drückt ganz langsam und vorsichtig nach unten, dass wir ein Gleichgewicht kriegen zwischen Zug und Druck. Rechts ist Zug, links ist Druck. Das Kinn in die Mitte drehen noch ein bisschen, drehen, jawohl. So bleiben, gleichmäßig atmen. Jetzt das Kinn ein bisschen nach rechts drehen. Sehr gut. Und wieder ein bisschen nachziehen. Das ist die Nackenmuskulatur. Und schön ziehen. Und langsam wieder aufrichten. Langsam. Und das Ganze auf der linken Seite. Und jetzt kippen, 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 kippen. Vorsichtig. Nicht zu viel Kraft anwenden am Kopf. Wir haben dann langen Hebel. Vorsichtig an der Halswirbelsäule arbeiten, nicht nur mit Kraft arbeiten, sondern natürlich auch mit dem Gefühl. So, jetzt bin ich da, Dehnung ist da und jetzt arbeite ich mit der rechten Hand nach unten, ziehe ein bisschen nach, sehr schön. Jetzt ziehe ich rechts noch ein bisschen nach, sehr schön, noch ein bisschen. Gut und gleichmäßig atmen. Gut. So, dann in die Mitte kommen. Also in die Mitte bleiben wieder. Und einmal die Augen ganz groß machen. Das ist die Augenmuskulatur. Sieht scheiße aus, aber gut. Ganz große Augen machen. Richtig große Augen. Das ist unglaublich groß. Auch bei dir können die ganz groß werden. Ganz große Augen. Noch mehr, merkt ihr, dass die Muskulatur da arbeitet. Die nutzen wir normalerweise nicht, ganz aufmachen. Ich habe Angst, dass gleich ein Laserstrahl aus meinen Augen kommt. Solange sie aus den Augen kommt, ist gut. Solange nicht hinten rauskommt. Das war die Retour für den Tag. Gut. So. Okay, wir machen noch ein bisschen Mobility. Das kennt ihr noch nicht. Ich habe auch einen Mobility-Trainerschein. Das heißt, Gelenke mobilisieren. Das Erste, was wir machen, sieht wirklich saublöd aus, aber ist sehr, sehr gut. Und zwar, Achtung, das Kinn geht nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Komm, Schwanhals. Noch ein bisschen.
Stefan, komm. Nicht böse gucken. So. Und jetzt gehen wir nach hinten. Zack, 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 zack. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ah, jetzt brauchen wir noch ein bisschen. Ja, machen wir ein neues Video. Mobility, neues Video. Ja. Dann kannst du ruhig gerne jetzt ausschalten, machen wir nachher weiter. Aber ihr müsst weitermachen. Wir hören jetzt nicht auf. Nochmal nach hinten.